Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich im Titel gesehen und ihr habt es ja auch vielleicht auf dem Discord mitbekommen. Ich hatte irgendwie am Wochenende, ich weiß nicht, ob was es war, irgendwie eine Phobie oder sowas. Oder habe halt schlecht geschlafen oder mir haben diese ganzen Nachrichten oder so, sind mir alle ein bisschen zu Kopf gestiegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich irgendwo irgendwie etwas dagegen, dass ich mein Tablet einfach mal berühre und einfach mal in Clash of Clans reingucke. Ich habe auch am Wochenende extrem die ganzen Online-Medien, soweit es eben geht, mal sein lassen. Einfach mal Tag sein lassen. Und ich weiß auch nicht, was da los war. Keine Ahnung. Irgendwo was im Kopf nicht ganz richtig oder so, dass ich irgendwo, ich hatte keine Lust. Ich hatte keine Lust, auf irgendein Icon zu klicken, irgendwas zu zocken. Das Einfachste war, man legt sich ins Bett und guckt an der Decke oder so und pennt einfach ein bisschen, aber keine Ahnung, ich bin euch zwar keine Rechenschaft schuldig, der Sexpistol hatte das heute treffend bemerkt, dass ich, wenn ich irgendwas streame, ich meine, wir hatten ja eigentlich dann doch schon, letztendlich habe ich natürlich ein bisschen was verpasst, habe auf keinen meiner Accounts eingeloggt, außer ich glaube gestern Abend, am Sonntagabend, habe ich meine Angriffe zumindest beim Avatar gemacht, weil wir da auch 0-5 waren und die dann schon ein bisschen ausschlaggebend waren, aber ich habe tatsächlich auf dem Thorsten jetzt die ganzen Tage nicht eingeloggt, meine Accounts, die ich ausgeloggt hatte, zum CK-Start bei Free-to-Play habe ich noch nicht wieder eingeloggt. Da war ich noch nicht wieder drauf. Wir gehen mal auf ich traue mich jetzt mal auf die 1 zu klicken. Und mal sehen, auf welchem Ding. Ich müsste eigentlich jetzt auf den Thorsten landen, denn da war ich schon länger nicht. Okay, es gibt ein neues Event hier, Heldenjagd. Ich wollte eigentlich auch eine Videofolge gemacht haben zu den beiden vorherigen Events. Die waren ja wirklich, wirklich ultra mau. Könnt ihr euch sicherlich dran erinnern. Beim ersten Event, ich glaube, das war noch mit den Pekkas, da gab es nur einen einzigen Machttrank. Einen Machttrank gab es da, Leute. Das fand ich schon sehr, sehr mau. Zum gleichen Zeitpunkt gab es hier im Shop an irgendeiner Stelle gab es den Machttrank auch für 1,09 €. Das war sowieso schon sehr, sehr skurril. Und dann gab es danach ja das Hexen-Event, wo es dann auch einen von irgendeinem Trank gab. Ich glaube, es war ein Forschungstrank. Also das fand ich schon extrem mau hier bei Supercell. So geizig kann man ja nicht sein. Ich meine, ich bin ja schon geizig. Bei mir ist Geiz ganz, ganz geil. Aber da war es ja nochmal so eine Ecke. Das geht ja gar nicht. Jetzt haben wir hier Heldenjagd. Gucken wir mal, was da gibt. Ne, das sieht ja schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Ne, das sieht schon ein bisschen besser aus. Besiege einen beliebigen Helden 40 Mal. Oh, und erhalte ein Buch der Helden. 2 Tage, 19 Stunden. Okay, da bin ich jetzt auch schon wieder spät dran. Und die Clanspiele beginnen und in 13 Tagen fängt das Grauen wieder an mit den Clankriegsligen. Ja, ich habe weder irgendwas gezeigt hier aus dem Clan Free-to-Play, noch habe ich gewechselt auf den Clan Spätzle mit Soße. Die Einladung ist auch schon ein paar Tage alt, 1 Tag 15 Stunden. Habe ich auch noch nicht angenommen. Hier sind noch ein paar Leute geblieben, glaube ich, denke ich mal. Und wenigstens das Ergebnis will ich euch zeigen. 142 zu 121, was ja auch nicht schlecht ist. Was eigentlich sehr, sehr gut ist, denn nur 8 Sterne hier oben zu lassen gegen den Gegner, der oben doch sehr, sehr stark war. Aber sie haben halt im Mittelfeld Sterne gelassen und tatsächlich habe ich mit meinen Kriegern hier, mit dem Barfuß, mit dem Toto, dann hier unten noch Fry und Leela nicht angegriffen, gar nicht. Ich konnte einfach nicht, hatte irgendwie so eine Amnesie hier oder ein Burnout oder Blackout hier, was überhaupt dieses Online-Spielen angeht. War auch nur ganz, ganz kurz im Discord, habe noch mein HCWL-Spiel auch abgesagt. Am Samstag wäre das gewesen und ich habe einfach Tag sein lassen. Das war jetzt einfach mal so, aber ich habe jetzt immerhin schon mal eingeloggt, was ja nicht so schlecht ist und nehme jetzt erstmal hier die Einladung in den Clan Spätzle mit Soße an. Da habe ich nämlich auch nicht angegriffen und ich muss keine Besserung geloben oder was auch immer. Also es hat mich irgendwie gepackt. Ich hatte irgendwie 2 Tage, war so ein bisschen bei mir der Wurm drin. Und ich habe auch wirklich nur einen einzigen Account gespielt. Das ist den Avatar hier. Da habe ich 2 Angriffe gestern mitgemacht. Bei einem 5er Clankrieg. Und hier passt das auch so. Ja, die letzte Suche ist gestartet. Hier ist immer ganz, ganz stille Runde. Wir sind jetzt schon im nächsten Clankrieg, jawohl. Und der letzte Clankrieg war allerdings
gegen einen deutschen Clan, gegen die Zockertruppe. Grüße nochmal. Gegen die Zockertruppe. Und Petra ist schuld, habe ich gestern gesagt. Petra ist schuld, dass verloren wurde. Denn Petra hat nur 2 Infernos. Was mich ein bisschen gewundert hat. Denn Petra hat eigentlich in ihrem Heimatdorf 3 Infernos. Aber hier im Kriegsdorf war sie wahrscheinlich ewig nicht drin. Da hat sie nur 2. Das war jetzt nicht das gefundene Fressen für mich, sondern ich habe einfach die Haut-Rauf-Methode genutzt hier mit den Golems und den, wie heißen sie, Supermagiern und mit der Ramme hier, also mit der neuen, nicht mit der neuen Ramme, sondern mit dem Kampfholzwerfer. Und das ging eigentlich gar nicht mal so gut durch hier. Es geht so, sagen wir mal so, denn irgendwo kommt natürlich jetzt noch ein bisschen Verteidigung. Einmal übers Rathaus durchgerüttelt hier, damit das auch aktiviert ist in der Mitte. Und das Kampfholz hier schafft in jedem Fall, das Kampfholz schafft das gar nicht ganz, das Ganze zu machen, sondern ich glaube, meine Golems hier reißen es hier in der Mitte gleich am Rathaus, denn da ist ja kaum was dran hier. Bisschen Hexe ist dabei, die geht jetzt aber auch down, also das war schon ein bisschen lucky, dass ich das Rathaus überhaupt noch gekriegt habe, aber der, ich glaube, die beiden Golems hier, die machen das, die machen nicht viel Schaden, aber da war ja jetzt auch nicht mehr viel Schaden zu machen. Naja, und aber so war es eigentlich ein ganz schöner Clankrieg hier. Wir haben mit einem 12er und 4 13er hier gespielt und schöne Angriffe gesehen, auch vom Gegner. Der Gegner hat auch dann natürlich zu Recht irgendwann mal unseren 12er gedreiert, aber sie haben halt einen 13er offen gelassen hier und nur ein kleiner Win zumindest für uns und so ein bisschen so ein kleines Stück zurück hier nach Clash of Clans. Also die letzten Sachen, glaube ich, die ich gemacht hatte, war noch am Freitag, meine ich, habe ich noch mal so ein paar Truppen gespendet bei Free to Play mit dem Thorsten. Bin ich da ja reingegangen, weil der Clankrieg schon irgendwie so gegen 5 Uhr oder 6 Uhr begann. Und ich habe ja so gedacht, so 7, 8 gehst du online. Habe dann aber schon am Freitag gnadenlos verpennt, kann ich euch sagen, gnadenlos verpennt. Und irgendwann bin ich dann ganz, ganz spät aufgewacht, habe gedacht, jetzt brauchst du auch nicht mehr online gehen, jetzt ist eh keiner mehr da. Und habe mir dann überlegt, gehst du mal eine schöne Serie suchten. Ihr wisst schon, welche Serie ich gesuchtet habe, denke ich mal. Und habe dann dort, bis morgens um 8 Uhr, glaube ich, habe ich gesuchtet. Dann bin ich irgendwann ins Bett gestolpert. Und habe dann erstmal bis 4 Uhr gepennt oder bis 4:30. Da war der Clankrieg fast vorbei bei Free-to-Play. Und ja, irgendwie wollte ich dann mein Tablet nicht anfassen. Ich wollte mein Tablet einfach nicht anfassen. Keine Ahnung. Hat mich mal so geritten. Tut mir leid. Ist manchmal so. Vielleicht sind es auch die vielen blöden Nachrichten oder so. Vielleicht wird man auch irgendwie dusselig mittlerweile. Ich will nicht sagen, dass man durchdreht, aber Es ist schon alles ein bisschen komisch. Schön ist in jedem Fall, dass es immerhin ein bisschen mehr jetzt bei dem einen Spiel da gibt. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das Heldenbuch hole ich mir hier mit den ganzen Accounts sicherlich irgendwo rein. Und ich plane dann auch wieder meine Streams. Und ich plane dann auch mal wieder ein bisschen mehr online zu sein. Alles im Plan. Aber letztendlich muss ich natürlich auch immer ein bisschen nebenher, was heißt nebenher, hauptsächlich arbeiten tagsüber und kann mich nicht immer hinsetzen zum Aufnehmen oder gar zum Streamen. Nur will ich das Ganze natürlich nicht außer Acht lassen und das waren jetzt halt mal 2-3 dumme Tage. Das habe ich aber auch noch nicht so erlebt bei mir, dass ich wirklich so ultra unlustig war auf so Online-Sachen. Ich habe selbst im Web nichts gemacht. Ich habe ein bisschen malocht am Samstag dann, spät Nachmittag oder ganz spät nachmittags. Und da gab es ein bisschen was zu tun für mich. Aber mehr war dann auch nicht. Ich habe nichts geguckt. Keine Zahlen, keine Daten, keine blöden Nachrichten oder so. Außer sie wurden jetzt an mich rangetragen, aber eher weniger. Also wirklich mal Tag sein lassen. Gestern viel rumgelatscht. Dann am Sonntag. Gewaltspaziergänge nenne ich das immer ganz gerne. Allerdings an Orten, die es noch zulassen. Im Moment war es jetzt, es hat ja ein bisschen geschneit auch hier in den Niederungen. Allerdings musste man schnell sein, damit man überhaupt mal den Schnee anfassen konnte, denn so schnell war der auch wieder weg. Beziehungsweise in einigen Teilen war er gar nicht da, denn wir sind dann nachmittags irgendwann über den Berg gefahren. Da war gar nichts. Nix an Schnee. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen mehr oder habt ihr sogar jetzt noch ein bisschen und stellt nicht irgendwelche Fragen, so wo kann man denn jetzt noch Schlitten fahren? Ja, Schlitten fahren ist im Moment nicht, Leute. Fahrt Schlitten zu Hause oder wo auch immer.
damit wir so ein bisschen mehr kleinere Freiheiten mal wieder genießen dürfen. Vor allem die Freiheit, zum Friseur zu gehen, wäre gar nicht mal so schlecht. Oder der Friseur kommt halt in Schwarzarbeit zu uns. So, auf sowas läuft das ja leider dann hinaus. Ich zeige euch einfach die paar Angriffe, die wir hier zumindest gedreiert haben. Der Dirk hier 12 auf 12 mit Yeti Smash. Und dann gucke ich jetzt mal in dieser Woche, was so ansteht. HCWL, GML, alles noch möglich, glaube ich. Denn nächste Liga 13 Tagen. Meistens sind dann solche Sachen ja ein bisschen autark, die dann nicht stattfinden. Oder dann machen die halt mal so eine Pausewoche oder sowas. Aber letztendlich will ich da ein bisschen mitmachen. Danke nochmal an den Max, der mein Game übernommen hat von, was war es denn eigentlich, Zero Hive gegen 187 am Sonntag, am Samstag um 20 Uhr. Ich habe das dann irgendwann so gegen 18 Uhr kurz mal getippelt oder 17 Uhr, dass ich das Spiel gerne abgeben würde, weil ich im Moment einfach, ich mache einfach nichts. Aber habe ja auch wirklich nichts gemacht. Gestern das erste Mal angegriffen. Ich werde jetzt gleich auch meine ganzen Accounts wieder reinloggen in die verschiedenen Clans, aber nicht mehr mit allen. Also bei Free-to-Play werde ich jetzt so mit 2-3 Clans nicht, Accounts nicht mehr reinkommen. Da suche ich mir Clans, da habe ich genug Einladungen, glaube ich. Da suche ich mir mal ein paar andere Clans. Ich mag das auch nicht mehr so, dass ich mit 3 oder 4 Accounts in einen Clan rumhocke. Ich meine, ist zwar ganz bequem, kannst immer selber spenden und so, aber dafür nehme ich dann andere Plätze dann weg und das will ich auch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt nach dem Clankrieg bei Free-to-Play vor allen Dingen den einen oder anderen dazu gewonnen. Und hier im Clan Herausforderer läuft es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir sind hier eine ganz, ganz stille Casual-Truppe. Man merkt da schon, dass hier die Leute immer nur kurz online sind, kurz mal spenden, kurz mal anfordern und sicherlich mal so ein bisschen rumfarmen. Aber das ist hier in den seltensten Fällen, dass wir hier abends so 10 Leute sind, die mal so eine Stunde hier im Clan richtig Power und Gas geben, hier vor allen Dingen dann in den Angriffen, sondern das ist dann eher so, dass, wie gesagt, kurz mal gefragt wird, wer dann was will, der kann ja auch in Discord kommen. Also da gibt es ja auch noch den Kanal Herausforderer. Okay, sie hat aber gut gemacht hier und immerhin habe ich mich jetzt eben mal getraut, meine Kamera anzuschmeißen und auch das Game hier mal anzuschmeißen. Was ja auch nicht so schlecht ist. Das ist schon mal wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Und dann können wir auf jeden Fall weitermachen. Ich will mal gucken, was in dieser Woche so ansteht. Ich meine, das Heldenbuch ist jetzt nicht ganz so schwierig zu erspielen, glaube ich. 40 mal eben so ein Heldenblatt machen, irgendeinen. Das kriegt man ganz, ganz locker eben mal easy peasy hin. Ein bisschen farmen müssen wir aber hier und da auch noch. Und dann kommen ja auch noch, glaube ich, ich glaube, das war noch nicht, oder? Ich hoffe, das war jetzt mal noch nicht. Irgendwas wurde ja genervt. Das Ganze konnte ich, glaube ich, am besten an dieser Bombe ausmachen. Da kann ich das noch gar nicht. Ich habe noch gar keine Max-Bomben hier. Ich weiß gar nicht, ob die Wartung schon war oder ob sie noch nicht war. Ich glaube, die Wartung war noch nicht. Ich habe auch noch nichts gelesen gehabt. Naja, sei es drum. Ich will, wie gesagt, jetzt erstmal umloggen hier, aber so habt ihr wenigstens mal wieder Lebenszeichen von mir gehabt. Also ich bin nicht weg, sondern ich hatte nur irgendwie einen an der Klatsche. Hab mal 2-3 Tage die ganzen Online-Medien und Tablets und Handys alle mal sein lassen oder vermehrt sein lassen. Und dann will ich jetzt nicht sagen, dass ich geheilt bin. Kann immer mal wieder vorkommen, aber ich denke mal, war schon ein bisschen komisch, auch für mich und für euch sicherlich auch, dass ich mich mal so wirklich gar nicht gemeldet habe. Ich habe ja auch im Discord so gut wie nichts geschrieben. Jetzt gestern Abend kurz mal, sorry Leute, mir ging es nicht so gut. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, Gewitter im Kopf nicht, aber irgendwie war was schräg. Ist auch egal. Wir machen in jedem Fall so weiter. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Wochenstart und seid nach wie vor zuversichtlich. Bleibt alle gesund. Mund Nasenschutz und so weiter, wisst ihr sowieso. Bis dahin, euer Toto. Dankeschön. Clashed.